Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 25 und damit den letzten der heutigen Tagesordnung. Ich bitte noch einen Moment um Ihre Aufmerksamkeit. Freies und kostenloses WLAN. Ein Antrag der Fraktion Die Linke. Hier ist der Vortragende, Herr Musculus, oder der Einreicher. Bitte schön. Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen Stadträte, Ihnen liegt ein Antrag vor, in Dresdner Stadtgebiet ein freies und kostenloses WLAN einzurichten. Ja, jawohl, das wäre eine gute Erfindung. Aber nachdem Kollege Reuter zum Beispiel heute vor wenigen Minuten anhand von Pflanzungen erklärt hat, dass es unzumutbar ist, dass die Dresdner einfach irgendwelche Pflanzen hinpflanzen, wird sicherlich auch die Meinung vertreten werden, dass es unzumutbar ist, dass die Dresdnerinnen und Dresdner irgendein WLAN in dieser Stadt benutzen können. Nein, WLAN funktioniert auch mit Masten, da haben Sie durchaus recht, aber WLAN, das, wenn Sie tatsächlich für sich mal einlesen würden, funktioniert im Wesentlichen über Router. Meine Damen und Herren, es ist folgender Sachverhalt. Selbstverständlich habe ich zur Kenntnis genommen, wie darüber in diesem Ausschuss diskutiert wurde. In den beiden zuständigen Ausschüssen, vielen Dank, dass Sie so aufmerksam zuhören zu später Stunde. Es ist eine Kleinstunde. Ich habe es zur Kenntnis genommen, wie Sie diskutiert werden. Und dennoch, die Entwicklung in Dresden wird nicht stehen bleiben, auch wenn Sie sich heute möglicherweise anders entscheiden. Ich möchte darauf hinweisen, dass in verschiedenen großen Städten rund um den Globus es erfolgreiche Beispiele für städtische Funknetzwerke bzw. WLAN-Applikationen flächendeckend gibt. Die gibt es schon. Und da will ich nicht Globus und weltweit darauf verweisen, sondern mal einige deutsche Städte in Erinnerung bringen und auf unsere Partnerstadt Hamburg verweisen. Im Hamburger Senat wird zurzeit ein Antrag diskutiert von SPD und Grüne. Die FDP hat einen Ergänzungsantrag im Prüfauftrag gestellt, wo festgestellt wird, und jetzt zitiere ich aus dem FDP-Antrag in der Freien und Hansestadt Hamburg, die Einrichtung eines WLANs in Hamburg ist ein wichtiger Standortfaktor für unsere IT- und Medienbranche, denn Hamburg ist ein beliebtes Ziel auch von Touristen aus aller Welt und unter bestimmten Rahmenbedingungen und insbesondere aus Gründen des Stadtmarketings halten wir das WLAN in Hamburg für prüfenswert. Ich zitiere weiterhin aus dem Koalitionsvertrag von CDU und SPD in Berlin. Jetzt werden Sie möglicherweise als Einwand bringen, ja, die Berliner können überhaupt nichts, nicht mal einen Flughafen bauen. Dennoch haben Sie CDU und SPD im Koalitionsvertrag festgehalten, dass innerhalb des S-Bahn-Ringes von Berlin ein WLAN-Netz einzurichten ist. Jetzt können Sie natürlich auch sagen, da sollen die mal experimentieren und ausprobieren, was dort zustande kommt. Ich möchte noch ein abschließendes drittes Beispiel nehmen, weil wir uns als Dresdner zu Recht mit anderen großen deutschen Städten immer vergleichen. Der Münchner Oberbürgermeister Ude, seines Zeitens der SPD zugehörig, hat selbstverständlich für die Stadt München veranlasst, dass überprüft wird, wie dieses WLAN in München einzusetzen ist. Er hat Forschungsinstitute mit herangezogen, sie beauftragt, das zu setzen und die Voraussetzungen dafür zu schaffen. Kurzum, ich bin der Meinung, beziehungsweise unsere Fraktion Die Linke ist der Auffassung, ein WLAN-Netz für Dresden könnte Schritt für Schritt aufgebaut werden. Selbstverständlich sind wir Probleme technischer, wirtschaftlicher und auch rechtlicher Art bewusst. Wir können aber als Stadt Dresden gewisse rechtliche Dinge nicht klären. Andere Gremien sind dazu zuständig. Ich verweise auf einen Antrag der beiden Stadtstaaten Berlin und Hamburg im Deutschen Bundesrat, die beantragt haben im Bundesrat, dass das Problem der Störerhaftung geklärt werden muss. Selbstverständlich ist das zum Beispiel ein rechtliches Problem, was geklärt werden muss. Dennoch, dieses Netz, das wir als Linke als Element von öffentlicher Daseinsvorsorge sehen, hat Vorteile für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt, für die Touristen, für das Stadtmarketing, für viele, viele andere Dinge. Und ich denke, wir sollten uns damit intensiv beschäftigen in Zukunft, auch wenn Sie heute Abend gegen 21:30 Uhr möglicherweise völlig anderer Auffassung sind als wir im Moment als Linke. Vielen Dank. Bündnis 90 Die Grünen, Frau Zimmermann. Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen,
Für uns ist die Frage eines niedrigschwelligen Zugangs zum Internet auch eine Frage der Daseinsvorsorge inzwischen. Weil in einer Wissensgesellschaft, die von Informationen, von schnellen Informationen lebt, muss dieser Zugang gewährleistet sein. Wir haben allerdings dennoch mit diesem Antrag ein Problem, und das liegt einfach an der gesetzlichen, an der gesetzlichen Situation. Das BGH-Urteil hat noch immer nicht die Frage der Störerhaftung endgültig geklärt. Wir hatten das im Ausschuss auch sehr intensiv gesprochen. Sie haben jetzt auf Hamburg verwiesen und auf Berlin verwiesen. Das sind Länder, die eine Bundesratsinitiative natürlich in Gang setzen können. Wir sind eine Kommune, die etwas solches nicht kann. Die Frage, inwieweit eine Kommune selber als Provider auftreten kann, haben wir im Ausschuss andiskutiert. Es gab sehr große Bedenken seitens des Eigenbetriebes, was die rechtliche Stellung, was die finanziellen Auswirkungen, die Frage der Datenspeicherung etc. angeht. Wir haben überlegt, ob wir hier mit einem Änderungsantrag reingehen, was die Frage angeht, ob man in städtischen Einrichtungen sogenannten Hotspots einrichtet oder an einigen Orten Hotspots einrichtet. Halle hat das gemacht, hat auf dem Marktplatz in Zusammenarbeit mit einem Privatanbieter sowas eingerichtet. Sind Kosten in etwa fünfstelligen Bereich entstanden. Kostenfrage ist jetzt nicht angesprochen. Man kann das natürlich mit Privatanbietern klären, mit Werbeträgern klären. Es ist alles keine Frage. Aber solange wie diese rechtliche Frage nicht endgültig geklärt ist, können wir diesem Antrag in der vorliegenden Fassung nicht zustimmen. Es gab in einem anderen Ausschuss, in dem ich selbst nicht anwesend war, aber es ist mir übermittelt worden, noch die Frage der Gesundheitsgefährdung. Über die Funkstrahlen, da gibt es ja diverse Auseinandersetzungen, inwieweit die gesundheitsgefährdend sind. Wir müssen uns aber vor Augen führen, dass wir schon eine sehr breites oder sehr gute Ausstattung in der Stadt Dresden, im Stadtgebiet Dresden haben, was Funkmasten, was Router etc. angeht. Ich kann das jetzt nicht einschätzen, inwieweit das zur Abdeckung eines stadtumfassenden Angebotes an kostenlosen und freiem WLAN genügen würde. Deswegen angesichts der rechtlichen Lage, die nicht in unserem Zuständigkeitsbereich liegt, angesichts dessen, dass auch die rechtliche Lage, wenn man es in städtischen Einrichtungen anbietet, noch nicht geklärt ist. Wir aber grundsätzlich wollen, dass dieses niedrigschwellige Angebot bereitet ist, haben wir uns entschlossen, uns bei diesem Antrag zu enthalten, weil wir im Moment uns auch nicht in der Lage gesehen haben, durch einen Änderungsantrag das so zu qualifizieren, dass die rechtlichen Bedenken ausgehoben werden können. Von den Fraktionen noch das Wort gewünscht? Ist das Herr Kaden, bitte? Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte ganz kurz die Position der CDU-Fraktion zu diesem Antrag darstellen. Die Linke schreibt ja, dass sie ein kostenloses und freies WLAN als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge ansieht. Das sehen wir grundsätzlich anders. Es wird weiterhin vom Antragsteller ausgeführt, dass nur so die Kommunikation der Bürger sichergestellt werden kann und dass man auch nur so an der politischen Teilhabe teilhaben kann und das sozusagen zwingende Voraussetzung ist, damit man hier als Bürger dabei sein kann. Das halten wir also für etwas abenteuerlich, mit welcher Begründung das Anliegen hier vorgetragen wird. Wenn Sie als Linke diesen Gedanken mal noch etwas weiter gesponnen hätten und tatsächlich konsequent gewesen wären, dann hätten Sie doch bitte gleich in Ihren Antrag mit reingeschrieben, dass natürlich jeder, der dann am freien WLAN auch teilhaben will, auch die notwendige Endgerätetechnik durch Sie zur Verfügung gestellt bekommt, das heißt mobile Telefone, Tablet, Computer oder Notebooks, die Sie dann sozusagen auch noch mit ausgeben, um die Bürger entsprechend zu beglücken. Das sind alles Ideen, die wir so nicht mittragen können. Ja, meine Vorrednerin hat es bereits angesprochen, was die Frage betrifft von juristischen Themenstellungen. Wenn wir dort also als Telekommunikationsdienstleister als Stadt Dresden tätig werden würden. Wir würden uns dort in eine sehr schwierige juristische Situation begeben. Da gibt es ganz elementare Haftungsrisiken,
die auf die Stadt Dresden zukommen würden. Das ist ein weiterer Grund, warum wir diesen Antrag leider so ablehnen müssen und nicht mittragen können. Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen der Fraktionen? Das ist nicht der Fall. Herr Green, bitte. Sie bringen einen Antrag gleich mit ein, ne? Herr Green? Ja, na klar. Meine Damen und Herren, Sie haben noch einen Ergänzungsantrag vor sich, der das wiedergibt, was uns wesentlich ist. Freier Netzzugang in ganz Dresden, einverstanden. Ich habe mir nicht die grundlegenden Gedanken jetzt darüber gemacht. Wenn Sie das fordern, wenn es technisch machbar ist, wenn es bezahlbar ist, dann soll es geschehen. Warum nicht? Aber zwei Punkte sind sehr problematisch. Wir wissen, dass also im Netz auch viel kriminelles Gesindel herumläuft. Wir reden hier von irgendwelchen Geldkartenbetrügern. Wir haben alle unsere Schutzprogramme auf den Rechnern, damit uns kein Hacker dort eindringt. Und insbesondere ist das Weltnetz ja leider ein Tummelplatz für irgendwelche Kinderschänder. Und die Verfügbarkeit von WLAN, sich also im Netz anzumelden, ohne sich zu identifizieren, die ist ganz, ganz gefährlich. Nach Polizeiangaben ist es ja heute schon schwer, jemanden herauszufinden und gerichtsfest zu überführen, wenn er also irgendwelche Sachen da auf seinem Computer macht oder anguckt, die sich also die kriminell sind. Jeder kleine oder große Ganove kann sich dann, wenn sie so ein WLAN einfach anbieten, anonymisiert mit irgendeinem geklauten Rechner in den Park setzen und kann dort seine Hackerprogramme abschicken, irgendwelche Kreditkarten bearbeiten oder was weiß ich, Kinderpornos angucken. Das geht nicht. Die Möglichkeit von WLAN, die muss dann unbedingt an ein Passwort gekoppelt sein. Und ich rede darüber, weil ich es im Urlaub mehrfach gesehen habe. In Frankreich kommen Sie also auf jeden Zeltplatz, jedem größeren, dass Sie sagen, ich möchte bitte WLAN mit dazu haben. Es ist meistens sogar kostenlos, aber es wird Ihnen ein Passwort gegeben und das ist identifiziert oder das ist festgebunden an Ihre Anmeldung. Und das ist überhaupt nicht schwierig. Ich meine, Sie haben an jedem Zigarettenautomaten, dass Sie dort die Geldkarte oder einen Personalausweis durchziehen, um nachzuweisen, dass Sie das entsprechende Alter haben. So in dieser Richtung muss das gehen, ein Passwort, was nach 4 Stunden verfällt, damit klar ist, wer hat mit diesem Passwort dort gearbeitet. Und die Logfiles zu speichern, wo also praktisch nur das entsprechende Passwort und die Identität sind, das ist sogar Vorschrift. Der zweite Gedanke ist, wir wollen natürlich ein, wenn wir so etwas installieren, ein freies Netz für die Dresdner und für unsere Besucher. Aber wir wollen bitte nicht irgendwelche Firmen sponsern, die sich dann sagen, ach, wir können uns unseren eigenen Netzzugang sparen. Das ist, es muss natürlich technisch so angelegt sein, dass es für ein Funktelefon funktioniert, für ein normalen Rechner, den Sie da mit sich rumtragen können, aber nicht so solche Bandbreiten, dass also eine Firma jetzt auf die Idee kommen könnte, ach, wir arbeiten mal einfach mit dem WLAN, was weiß ich was, irgendwie alle 50 MB in Zwangsabbruch oder entsprechend gesplittet, geringe Bandbreiten, gibt's alles technisch zu machen. Also diese beiden Ergänzungspunkte sind uns dringend nötig, ansonsten können wir auf keinen Fall der Sache zustimmen. Danke. Wird jetzt noch das Wort gewünscht? Das ist nicht der Fall. Dann bitte ich um Aufmerksamkeit zur Abstimmung des Tagesordnungspunkt 25. Es liegt Ihnen ein Ergänzungsantrag vor. Und zwar soll hier ein Punkt 3 ergänzt werden. Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben möchte, bitte ich jetzt ums Handzeichen. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Das ist die Mehrheit. Damit ist der Antrag abgelehnt. Ich darf jetzt abstimmen über die Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses.
Auch hier verweise ich, wer zustimmt, lehnt ab. Frage jetzt, wer möchte dieser Beschlussempfehlung zustimmen? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Haben mit Ja gestimmt, 11 waren dagegen, bei 17 Enthaltungen. Damit ist der Beschlussempfehlung gefolgt und das heißt Ablehnung. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der heutigen Tagesordnung. Es ist ein seltenes Erlebnis, dass wir das, was wir uns vorgenommen haben, auch geschafft haben. Dafür herzlichen Dank für Ihre konstruktive Mitarbeit. Noch einen wunderschönen Abend. Bis auf bald.